freue mich auch sehr, dass der Galerist von Johannes Fempert, der Galerist von die Galerie aus Frankfurt am Main hier ist. Und ich danke beiden, Johannes und Sickhard, dafür, dass sie uns ihre Arbeiten heute zum Ewiggeburtstag zur Verfügung gestellt haben. Es gibt einige bildende Künstler, die sich der Literatur von Wolfgang Ebig angenommen haben. Strawalde wäre noch zu nennen. Wir hatten gerade bei der Gelegenheit eines Geburtstags von Micha Faber eine Lithografie, eine Farblithografie von Olaf Nicolai versteigert zu Wolfgang Ebig. Also ihr seid schon in einer gewissen Gesellschaft. Ich habe jetzt auch ein paar Worte aufgeschrieben, damit es konzentriert bleibt und nicht so lange wird. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Maler, Zeichner, Grafiker das Werk von Schriftstellern als Stoff oder Thema für Bilder nehmen. In früheren Zeiten, die 30, 40 oder mehr Jahre zurückliegen, war es gang und gäbe. Es waren die Zeiten, in denen die Buchillustration hochgeachtet war. Viele Verlage haben diese Form aus Kostengründen weitgehend aufgegeben. Auch da ist ein gutes Gegenbeispiel das Engagement von Faber und Faber. Aber grundsätzlich stimmt diese Tendenz, dass die viele Verlage das aufgegeben haben. Inzwischen ist das Wort Illustration oftmals im abwertenden Gebrauch. Sind ein Bild oder eine Zeichnung illustrativ, ist das eher kritisch gemeint. Kritisiert wird der bildnerische Nachvollzug dessen, was im Text steht. Diesem Minus steht ein deutliches Plus gegenüber. Bildkünstler, wenn sie in das Werk eines Schriftstellers hineingehen, haben einen unabweisbaren Vorteil. Sie betreten die Welt eines Romans und diese Welt ist bereits künstlerisch verdichtet. Bevor Sie diese, so es gelingt, noch einmal verdichten können. Es kommt aber eine Schwierigkeit auf Sie zu. Diese Welt des Romans, auch wenn sie nicht illustrativ behandelt wird, besitzt eine vorgeprägte Ausstrahlung und Atmosphäre, der Sie sich anzunehmen haben. Irgendwie. Wenn wir heute am Tag des 80. Geburtstags von Wolfgang Ebig Bildarbeiten von Johannes Heisig und ein Porträt von Sickhard Gille vorstellen, dann bestätigt dies, dass der Dichter Wolfgang Ebig und sein Werk eine große Anziehung auf die beiden Künstler ausgeübt hat. Die Anziehung war so groß, dass sie sich herausgefordert gefühlt haben, sich zum Werk eines Großen der benachbarten Kunst hinzuzudenken. Es gibt noch einige weitere Künstler, die sich mit Ebig und seinem Werk beschäftigt haben, sagte ich am Anfang schon. Strawalde hier in Leipzig, auch der Künstler Reinhard Krehl und Olaf Nicolai, auch der Name ist schon gefallen. Johannes Heisig hat den Kohlezeichnungen aus dem Jahr 1995, die sehen Sie dort hinten, den Titel Abfahrt gegeben. Sie haben in Ebigs Texten eine Atmosphäre entdeckt, in der Johannes Heisig, 12 Jahre jünger als Ebig, sich selbst wiedergefunden hat. Das Morbide in der Welt des Zugfahrens und der Bahnhöfe, so wie Heisig sie selbst noch in der DDR kennengelernt hat. Die Korrespondenzen zum eigenen Lebensgefühl, die liegen im Stoff, den der Künstler bei Ebig gefunden hat. Aus ihm hat er die Metapher des Fensters, des Zugfensters geschöpft, das Fenster als Filter, als Form der Distanz zu Gesichtern, zu Schicksalen, die Heisig nicht auserzählt, aber von denen er mit dem Grau des Kohlestrichs etwas zeigt, was man vielleicht Wundheit nennen könnte. Den Gedanken, dass der Bildkünstler, der sich mit Ebigs Literatur einlässt, es mit etwas bereits Hochverdichtetem zu tun hat, bestätigt Heisig in seinen Arbeiten. In einem Gespräch mit ihm über die
2021 entstandenen Mischtechniken. Sie hier sehen, es sind 15 Mischtechniken. Die sind nach Hilbigs Roman Ich gemacht worden, verwiese auf das Risiko, dass er dabei eingeht. Wenn man, was bereits Metapher ist, mit Details anreichert und zu einer Konkretheit treibt, bricht jedes Blatt in sich zusammen. Es ist interessant, das vielleicht mal an den Arbeiten hier nachzuvollziehen. Das Blatt Heizen, das sehen Sie dort, das Blatt Heizen bietet ein anschauliches Beispiel für das Gelingen. Der Künstler macht die Figur des Heizers quasi in der grellen Gluthitze unkenntlich und strebt einem Bild zu, das an die Feuer in Dantes Hölleninferno erinnert. Wäre ihm dies nicht gelungen und er hätte die Szene konkretisiert, wäre alles zu einer banalen Reportage vom Heizen geschrumpft. Auf die Höhe, zu der ihn Hilbigs Literatur herausfordert, weiß Heisig sich zu bewegen. Er vermag Bilder von existenzieller Kraft aus der Literatur in seine Kunst zu übertragen. Jedes Blatt darf nur ein solches Maß an Konkretheit beanspruchen, dass die Metapher nicht entzaubert wird. Metaphern sind nicht in Worte auflösbar, jeder Versuch würde sie zerstören. Sie bleiben in ihrer wirklichen Bedeutung letztlich Geheimnis, von dem wir nur glauben, dass wir es verstehen. Hierin hat es der Maler dem Dichter gleich zu tun, was Heisig gelingt, weil er in einer ähnlichen Dringlichkeit sein Ich in der Welt sucht, noch dazu mit einem durch die Parallelität der DDR-Erfahrung in beider Biografien teilweise gemeinsamen Bildwelt. Das von ihm, wie vor Wolfgang Hilbig, am Beginn des Arbeitsvorgangs ein weißes Blatt lag, das in einem langen Arbeitsprozess zu einer lebendigen Welt wurde, die uns als Leser und Betrachter anzieht oder mit ihrer Gewalt wegstößt. Das ist das Mysterium von Kunst. Bei Hilbig, wie bei Johannes Heisig. Besonders herausfordernd und riskant ist dies bei einem Porträt. Treffen wir auf dem Papier oder auf der Leinwand auf einen Menschen oder nur auf die Behauptung von einem Menschen? Heisig führt uns Hilbig in seinem Porträt vor als einen stillen Beobachter. Aber es ist mehr Hilbig bei Heisig zu sagen. Sehen wir nicht auch einen stillen Beobachter, der sich in der Welt fremd fühlt, der die Distanz, die vielleicht schon in seinem Wesen liegt, nicht überwinden kann? Ich musste jetzt hinter diesem Satz ein Fragezeichen sprechen, weil das natürlich schon anfängt, meine Interpretation zu werden. Und Sie sind gebeten, eingeladen, Ihre eigene Interpretation dazu zu finden. Ich sehe auch eine Spur von Trauer in seinem Blick. Es ist die beseelte Lebendigkeit des Ausdrucks, die Heisigs Kunst aus Linien und Farben geschaffen hat, weshalb jeder das Hilbig-Porträt natürlich auch anders beschreiben kann. Bilder vom Erzählen nennt Johannes Heisig diese 22 Arbeiten. Dieselbe Kunst auf einem Stück Leinwand einen Menschen vor uns zu bringen, lässt sich auch an Sickert Gilles Porträt bewundern. Ist es ein anderer Hilbig als der von Heisig? Das überlasse ich Ihnen als Betrachter. Sickert Gilles hat mehrfach Dichter und Schriftsteller porträtiert. Angela Kraus und Thomas Kunst als persönliche Bekannte aus der Leipziger Szene und Peter Handke, Tizi Doyle aus literarischen Begegnungen. Den Impuls, Wolfgang Hilbig zu malen, lieferte Gille die Tatsache, dass sie beide demselben
Jahrgang angehören, 1941. Vor allem Helbigs Erzählung Alte Abdeckerei gab dem Künstler den Bildstoff, die Landschaft im Hintergrund ähnelt einer Müllkippe, einem Berg grauer Asche, auf dem kein Baum mehr ein Blatt treibt. Hille erlegte sich eine Zurückhaltung in der Farbe auf. Das Aschegrau, das die Farbe schluckt, wird zur Metapher für Ort und Zeit. Und es rührt her aus ähnlichen Kindheitsbildern, die wie bei Helbig Nachkriegsbilder waren, auf denen Farbe zumindest in der Erinnerung weitgehend abwesend war. Das Bild entstand 2016 nach einem Foto. Wie schon Heisig sucht auch Gille den Dichter in der Rolle des Beobachters. Aber Gilles Deutung entdeckt noch etwas anderes. Wie sein Helbig den Kopf leicht zur Seite neigt und ein wenig zurücksetzt, konzentriert sich der Maler auf den Ausdruck tiefer Skepsis. Vielleicht spiegelt sich in der Melancholie des Blicks das Gefühl des Fremdseins, auf das uns schon Johannes Heisig aufmerksam gemacht hat. Wie dem auch sei, wir erleben die Porträts von Sikat Gille und Johannes Heisig als eine Gelegenheit zum Treffen mit dem Wolfgang Helbig, den wir aus seiner Literatur in uns schon selbst gebildet haben. Beiden Künstlern, Johannes Heisig und Sikat Gille, großen Dank für ihre Annäherung an den Dichter, der aus Meuselwitz kam und in die Moderne der Literatur ging. Auf die Frage, wer war der Mensch, der diese Literatur schrieb und die uns natürlich heute auch schon in den beiden Foren beschäftigt hat, geben die Maler eine Antwort, ihre Antwort. Einen Menschen ohne Allüren, nannte ihn Johannes Heisig im Gespräch, der doch in der Welt ein Fremder blieb. Das, denke ich, sagen übereinstimmend Heisig und Gille. Herzlichen Dank und schauen Sie sich die Bilder weiter an.